Genau das ist schon mal passiert in der Geschichte, hier in der National Gallery in London. Die Historikerin Fern Riddell erzählt mir, was damals mit diesem berühmten Bild von Velázquez passiert ist. Das Gemälde wurde 1914 angegriffen, und zwar von einer Suffragette. Sie hieß Mary Richardson. Sie hat es geschafft, ein Fleischerbeil hereinzuschmuggeln. So ein riesiges, gruseliges Ding, und hat die Venus attackiert. Sie hat das Bild zerstört. Und der Grund für diese grausamen Angriffe auf kulturelle Institutionen war Auflehnung. Dagegen, wie Frauen missachtet wurden, wie sie unsichtbar gemacht wurden und keine Stimme in der Öffentlichkeit hatten. Schon über 50 Jahre hatten die Frauen in Großbritannien die Politiker um das Wahlrecht gebeten, aber ohne Erfolg. Dann ändern sie die Strategie, Taten statt Worte.